10 Alien-Artefakte sind machbar, 100 blaue Chips sind auch machbar. Komm, research das Ding. Vor allem haben wir genau 10 Alien-Artefakte bekommen. Das ist ein Zeichen. Definitiv ein Zeichen. Die roten Engines sind gar kein Problem. Also, ihr könnt mal mitkommen. Und ich hätte ganz gerne... Wo seid ihr? Da. Wir brauchen Stahl. Stahl ist kein Problem. Eisen ist ein Problem. Plus 3 Speed-Module, ja. Ja, Eisen wird sehr schnell ein Problem werden. Sehe ich gerade. Das dauert nicht mehr lang. Fitzelrest Eisen da. Hatten wir nicht noch irgendwo ein leicht zu erreichendes Eisenfeld, das aber sehr klein war? War das das hier? Wenn ja, ist die Basis da neu. Das da, aber da... Ja, da ist auch eine Basis. Das ist alles kein Eisen. Das da könnte Eisen sein. Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Dann müssen wir dann gucken, wie wir es am besten machen. Also wir können dann die umliegenden Gebiete weichklopfen mit dem Snipergewehr, wenn wir das Snipergewehr noch weiter nutzen wollen. Sonst müssten wir mit Türmen arbeiten oder die Idee aufgreifen mit meiner Koloniekiste. Dass ich alles in eine Kiste packe, was wir für eine Kolonie brauchen, und dann ziehen wir los und bauen wir irgendwo eine zweite Basis auf. Das ist die eine Sache. Dann würde ich ganz gerne das Inventar ausmisten. Das da, das da, das da, das da. Eisenkiste brauchen wir nicht, Holzkiste brauchen wir nicht. Ropoports. Ropoports, ja. Die müssen bis ganz nach oben und bis nach rechts. Wir müssen nämlich auch unsere Wände da abdecken. Hier so. Einen noch weiter. Genau, dahin. Jetzt sind die ganzen Türme da mit drin. Das ist gut. Ja, also mehr als sogar drin. Die sind sogar noch im orangenen Bereich teilweise. Ja. Und die Mauer ist auf jeden Fall noch im gelben da oben. Das passt soweit alles. Hier müssen wir nicht so weit dahin gehen. Warum komme ich da nicht durch? Achso, Rohr. So, hier könnten wir zentral das Ding bauen. Wir brauchen links und rechts nichts. Das heißt, hier noch höher? Nein. Da kommt der Robot hin. Okay, dann brauchen wir noch... Ja, zwei. Bau bitte... Eisenzahnräder. Okay, hol bitte Eisenzahnräder und bau dann den Robot. Derweil machen wir... Keine Ahnung. Holzfällen. Holzfällen klingt gut. Also ich will jetzt den einen Ruheport hier oben noch aufbauen. Danach können wir runtergehen und... Werkzeug ist kaputt. Ja. Dann können wir runtergehen und die Eisenzahnräder holen für den zweiten. Vielleicht reicht der eine ja schon. Also er müsste auf jeden Fall schon mal reichen, um hier alles abzudecken mit den... Bitteschön, Dankeschön Kisten. Nee, ich hätte gern Kisten. Genau, ich hätte gern und bitteschön. Du, da. Oh, es reicht doch mit einem Roboport. Sehr schick. Okay, und ich muss hier erstmal noch Stromdinger setzen. Da und da. Roboport, Roboport. Nee, Roboport, Roboport. Da. Damit ist alles drin. Die Kisten sind drin im orangenen Bereich. Die Wände drin sind alle im gelben Bereich. Jetzt brauchen wir nur noch genug Reparaturpackens. Die da. Und wir brauchen überhaupt erstmal Roboter. Und ich hoffe, dass die Repair Packs auch überhaupt nutzbar sind von den Robotern, weil die wurden ja von Ditech hinzugefügt. Und ich weiß nicht, inwiefern das da alles so ordentlich gemacht wurde. So, nächster Schritt. Ganz, ganz schnelle Fließbänder. Schnelle Fabriken. Das klingt echt gut.
komische neue Ärmchen, die intelligent sind. Intelligente lange. Ah, die brauchen lila, also, ja, habe ich schon zigmal angeguckt. Schild MK2 klingt gut, Batterien MK2 klingt gut, Fusionsreaktor klingt super. Braucht aber 30 Alien-Artefakte. Ja. Straßenbau kostet nur 25. Dann baut das mal ganz kurz. So, und ich hätte ganz gerne jetzt die ersten Roboter. Dafür brauchen wir die roten Engines. So, bau mal bitte 4 davon. 4 davon. Schon haben wir ganz viel zu tun. Ja, Skynet ist auch noch auf der To-Do-Liste. Wobei wir da halt ein bisschen vorsichtig sein sollen. Weil wir brauchen nicht so viel wie letztes Mal. Weil die Fließbänder bleiben hier alle bestehen. Und ein Großteil der Arbeit wird auch vom Fließbänder gemacht. Nur halt die Sachen, die von oben nach unten kommen sollen, machen die Roboter. So, da ist der erste Roboter. Du. Freiheit. Was machst du mit deiner Freiheit? Du läufst bestimmt zum ersten Roboport und holst den Repair Pack, oder? Oh, du gehst schlafen. Kannst du das da benutzen? Ja, kannst du. Oh, wo gehst du hin? Ein Objekt braucht ein Repair Pack. Und die sind irre langsam. Also wenn man ein Angriff ist, dann ist nichts mit schnell mal gegen anreparieren, ne? Ja, nee, das wird so nix. Hier ist noch ein Kumpel. Wow. Okay. Also, Skynet, aber Skynet beschränken. Eine Fabrik bauen für Repair Packs. Ich weiß nur noch nicht für welche. Also die, die es gerade haben, oder die eigentlichen komischen Stäbchen-Repair Packs. Und jetzt haben wir Road Network 1. Benötigt Auto. Asphaltpiece. Bahn. Ah, hier sind die MK2-Bahnen. Auto. Ja, komm, Auto. Ich will das gepanzerte Auto sehen. So, und wo wird jetzt wurde schon repariert. Oder? Wo fliegst du jetzt hin? Ich sehe nichts Beschädigtes. Ah. Irgendeine Mauer war so wenig beschädigt, dass man nicht mal die Anzeige gesehen hat, dass er Schaden bekommen hat. Aber ja. Du bist jetzt hier auf Abrufe. Ja, sehr gut. Die werden alle gebaut. Okay. Also, Stromversorgung ist auf der To-Do-Liste. Also die ganze weiter ausbauen. Weiter rosa Module, oben und unten. Unten wollte ich noch gucken, ob es überhaupt da ist oder ob es nur geplant war. Und Eisen, ja. Eine neue Eisenquelle sichern. Das sollte unsere oberste Priorität sein, aber das wird wehtun. Das wird sehr wehtun oder sehr viel Neuladen brauchen. Oh, und das Ding da unten ist schon aktiv. Okay. Haben wir denn... Wir haben ganz viel Kupfererz. Sind wir hier unten im... Ne, sind wir doch nicht. Du kriegst mal eine Bitschönkiste. Obwohl, nee. Nicht für Erz. Doch für Erz, ha? Nee, das mache ich irgendwann von Hand. Oh, warte mal, wir wollten auch noch die da bauen. Dafür brauchen wir ein Basic Item Exit. Was braucht das? Das ist wieder irgend so ein Dietech Spezialding. Da, es braucht Eisenplatten. Es kommt kein Eisen mehr unten an. Das ist schon mal nicht gut. Nehmen wir das. Wooden Chest. Wir brauchen Holz. Okay, Holz haben wir noch ein bisschen was in der Kiste. Hier oben. Genau. Das ist kein Holz. Das ist Holz. So. Da. Electric Furnace MK2. Davon brauchst du bitte jetzt alle 8 Stück. Und dann können wir die da oben ersetzen. Ja. Strom hält sich.
Welche ersetzen? Das ist eine gute Frage. Weil Eisenerz kommt nicht genug an, dass wir das damit alles machen könnten. Aber Kupfererz ist mehr als genug da. Also ich werde mal testweise die Kupferdinger ersetzen. Boah. Du brauchst ein schnelleres Ärmchen. Ja, brauchst auch ein schnelleres Rausgeh-Ärmchen. Noch was Speedmodul? So, Auto 1 ist fertig, Auto 2 gleich hinterher. Ah, brauch lila Chips. Ja, okay, da müssen wir uns das angucken. Zwei lila Chips herzustellen sollte ja nicht so schwierig werden. Und du kommst immer noch nicht hinterher mit dem Auslagern. Dann brauchen wir mal ein nicht intelligentes rosa Ärmchen. So, und die anderen können wir hier schon mal hinsetzen. Zock, 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 zock. Schnell, 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 schnell. So. Eigentlich bräuchten die dann auch schnelle halbe Ärmchen, weil sonst haben wir jetzt genau das gleiche Problem wie unten auch bei den Eisendingern. Also schnelle halbe Ärmchen. Fast Half Output Inserter, genau die. So. Bau, 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 bau. Wir werden wieder angegriffen. Was haben wir? Ein Turm wird beschädigt. Oh, die sind von unten gekommen. 15 Türme haben geschossen, alles ist kaputt. Okay, also die gehen doch teilweise recht komische Wege. Das heißt, wir müssen unten die Mauer auch noch absichern. Machen wir dann gleich mal. Aber erstmal hier. Ups. So. Du kriegst noch einen halben. Du kriegst noch einen halben. So, raus müsste es auf jeden Fall schnell genug gehen. Wir haben richtig, richtig schön viel Kupfer. Gut, 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 gut. Da ist unsere Kupfer-Einsackkiste, die eigentlich da ein bisschen doof platziert ist, aber okay. Die pausieren wir mal und setzen wir unten runter. Ja, das sind viel Kupfer. Da. Schnelles Ärmchen. Kupfer. Kommt hier nicht auch noch irgendwo Kupfer an? Nee, ne? Ne. Draht wird alles hier verwurstelt. Apropos Draht, Draht ist genug da. Hm? Ja, wo kriegst du dein Kupfer her? Von da. Oh, das ist nicht gut. Da sollte kein Ärmchen zwischen. Ach so. Das Problem wieder. Okay. So, 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 so. So. Und du gehst nur auf die Seite. Und so kommt das Kupfer jetzt wieder nur auf die Seite, wo es hin soll. Und alles ist gut. Sehr schön. Und wir haben wieder ein Ärmchen rausgenommen. Also ja, das habe ich am Anfang echt ein bisschen falsch gemacht. Ärmchen schön und gut. Vor allem für Pufferkisten ganz nett. Aber gerade in solchen Situationen hemmen sie den Fluss viel zu sehr. Ja, jetzt geht das auch hier viel schneller ab. Es geht richtig schnell ab. Okay, okay, okay. Was haben wir noch alles? Die Electric Furnace. Theoretisch müssten die hierhin für die Stahlproduktion. Das könnte ein bisschen eng werden. Kann ich dich einfach rübersetzen? Wahrscheinlich nicht, ja? Nee. Okay, dann nehme ich dich mal weg. Ich nehme dich weg. Und ich tue dich dahin. Es kommt nicht genug Eisen an. Weil einfach nicht genug Eisen da ist? Oder wo ist gerade das Problem? Ja, es kommt nicht genug Eisenerz. Na, es wird eine Mine ausgefallen sein. Anfang vom Ende. Anfang vom Ende. Nicht gut. Da unten ist noch ein Eisenbröckchen, das ich später mir holen kann. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Da. Ich will da eine Basis aufbauen. Eine Mini-Basis. Gut, das klingt nach einem sehr guten Plan.
Was brauchen wir für eine Minibasis? Wir brauchen erstmal ein aufgeräumtes Inventar. Gehen wir hier hin. Hauen wir einfach mal alles ins Dingens. Na komm, warum nicht? Was spricht dagegen? Wow. Platz. Du da rein. Du weg. Kupfer brauchen wir auch. Stahl brauchen wir auch. Schmelzöfen können wir ruhig mitnehmen. Es müssen keine guten Fabriken sein. Die Dinger können wir einbauen in unser Dingensbummens. Fließbänder kommen mit. Strommasten haben wir da unten drin. Brauchen wir aber auch viel mehr. Mauern. Wir brauchen viele Mauern. Und noch mehr davon. Du da rein, du da rein. Du da rein, du da rein. Fühlt sich jetzt ganz langsam. Ihr alle dahin und du baust jetzt eine ganze Weile Mauern.